Hallo, meine liebe Jungfrau, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Schön seid ihr alle hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern, liebe Jungfrau. Liebe Jungfrau, heute schauen wir uns die Karten an für das Thema Karriere, Finanzen und Selbstverwirklichung. Falls ihr jetzt sagt, es ist überhaupt nicht meins, werde ich noch zur gleichen Zeit ein Video hochladen zum Thema Liebe. Darfst du dir gerne das anschauen oder natürlich beides. Einfach, wenn du wirklich das Gefühl hast, ja, ich habe momentan wirklich ein Riesenthema im Berufsleben, dann ist das Video jetzt für dich, weil hier schauen wir uns wirklich nur das Thema Karriere, Finanzen und so ein bisschen Selbstverwirklichung, je nachdem, was kommt, schauen wir uns wirklich das an. Die Hauptenergie, was auf dich zukommt, dein Hindernis im Berufsleben, wie auch dein Schattenthema. Ganz, ganz wichtig, liebe Jungfrau, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft muss zwingend für dich sein. Nimm da wirklich nur das für dich heraus, was du auch wirklich fühlst. Also hör auf deine innere Stimme, sie sagt dir, was du hören sollst und was eben nicht. Alle Informationen zu persönlichen Legungen findest du wie immer unten in der Infobox. Unten findest du auch noch die Verlinkung zu meinem Social, also zu meinem, kann ich sagen, Instagram-Kanal. Bist du auch herzlich eingeladen, vorbeizuschauen und mir auch da zu folgen, wenn du magst. Würde mich sehr darüber freuen. Ja, liebe Jungfrau, dann würde ich sagen, starten wir. Thema Karriere. Was musst du wissen? Was musst du hören? Böse Zungen nehme ich irgendwie wahr. Thema Vertrauen. Vertrauen, ich nehme hier auch, hier ist noch so eine Schlange. Gib Acht, wem du vertraust, liebe Jungfrau. Das heißt jetzt nicht, dass du den Teufel an die Wand malen musst, überhaupt nicht. Aber setz bitte auch nicht die rosa Brille auf und ich nehme auch so ein bisschen das Thema Freundschaftsspiel wahr. Also wirklich, sei da Realist. Es gibt falsche Schlangen. Menschen, die dich vielleicht auch verführen wollen, Menschen, die dich vielleicht auch ausnutzen wollen, gibt es, sehe ich, aber es gibt auch gute Menschen. Also das heißt jetzt wirklich nicht irgendwie dicht machen und da extrem misstrauisch sein. Finde die Balance zwischen Vertrauen und Misstrauen. Finde heraus, wem kannst du wirklich vertrauen und wem eben nicht. Wer möchte auch ein Stück vom Kuchen haben? Ja, wer ist vielleicht neidisch? Schauen wir mal, was kommt sonst noch? Wachstum. Im Berufsleben wartet Wachstum auf dich oder es ist wirklich auch ein bisschen Energie, die dir wirklich auch ans Herz legen möchte. Hey, liebe Jungfrau, es ist wirklich Zeit zu wachsen. Es ist Zeit, nicht tausend Dinge zu lernen, sondern etwas vielleicht auszufeilen. Das heißt, in die Tiefe zu gehen, wachsen. Und nach dem Wachstum kommt auch der Ertrag. Aber zuerst muss etwas entstehen. Also hier sehe ich wirklich die Energie des Wachstums. Und darum könnte es auch sein, dass du vielleicht Neider anziehst. Da musst du einfach ein bisschen Acht geben, wem du auch was erzählst. Aber schauen wir mal mit dem Tarot. Was ist deine Hauptenergie? Karriere. Ist in dein Hauptthema. Vier der Münzen, oha. Ass der Stäbe. Hier kommt auch eine Chance für neue Projekte oder für mehr Schöpferkraft. Aber ich sehe, dass du an etwas festhältst. Ich habe das Gefühl, fast schon zu sehr. Tunnelblick nehme ich wahr. Ganz starker Tunnelblick. Gib Acht, woran du dich festklammerst. Du darfst fokussiert sein, aber es darf nicht in Klammern sein. Weil manchmal kann sich wirklich auch ein Weg ein bisschen ändern oder dass wir vielleicht eine Abzweigung nehmen sollen. Aber ich sehe hier, als würdest du an etwas festklammern. Und jetzt ganz wichtig, wenn du merkst, dass im Berufsleben oder beim Thema Finanzen sich etwas jetzt oder so ein bisschen wiederholt,
dann ist es ein Zeichen, dass du in einem Bereich nicht wächst. Du bleibst stehen. Du gehst immer den gleichen Weg. Und ich sage das immer, das ist so wie beim Autofahren, wenn du immer die gleiche Strecke fährst, das Ziel, das Endresultat ändert sich nicht automatisch. Wenn du immer genau die gleiche Straße fährst und am Ende der Straße ist eine Sackgasse, die verschwindet nicht einfach von Zauberhand. Die verschwindet, wenn du eine andere Route wählst, mit einem anderen Endresultat danach. Also frag dich wirklich, was in deinem Berufsleben wiederholt sich? Und dann frag dich ganz ehrlich, was wiederholst denn du? Welche Strategie, welche Entscheidungen sind immer gleich? Dort musst du in die Veränderung gehen. Dort braucht es Wachstum. Schauen wir mal. Haben wir hier? Ja. Sieben der Schwerte. Ich sehe auch ein bisschen Selbstsabotage. Sich selbst sabotieren, vielleicht auch mit dem Geld. Mit ein bisschen Kreise drehen. Da wirklich Acht geben. Aber schauen wir mal weiter. Was kommt sonst noch? Ein bisschen was kommt sonst noch hoch? Uiuiui, Königin der Kelche, Wasserenergie, vielleicht hast du es doch mit einem Wasserzeichen zu tun. Muss aber nicht. Es geht aber um das Gefühl, um die Intuition. Was sagt dir deine Intuition? Entschuldigt bitte. Ich habe da ein bisschen Husten. Wir haben 9 der Schwerter, 10 der Schwerter, 8 der Kelch und der Mond. Ich sehe hier Zweifel. Zweifel, Zweifel, Zweifel. Soll man wirklich in die Veränderung gehen? Soll man das wirklich weiterhin machen? Ängste, starke Triggerpunkte, vielleicht auch Triggerpunkte im Bereich Finanzen. Ich sehe hier aber auch, dass ein Schlussstrich kommt, ein Ende. Könnte Anstellungswechsel sein oder dass du sagst, so, das ist jetzt fertig. Ich gehe jetzt einen neuen Weg, weil hier mit 8 der Kelch habe, sehe ich wirklich einen neuen Weg. Die Akzeptanz, dass etwas nicht funktioniert, so wie du es dir gedacht hast. Aber du weißt noch nicht ganz genau, wohin der neue Weg gehen soll. Es ist ein bisschen noch ein Fragezeichen, aber energetisch gesehen richtest du dich schon in diese Richtung aus, vielleicht auch ohne zu merken. Aber schauen wir mal, warum 9 der Schwerter, 10 der Stäbe, hier liegt noch große Last, große Verantwortung, vielleicht auch Thema Ausgaben. Könnten eventuell noch unerwartete Rechnungen kommen, da musst du ein bisschen Auge drauf halten. Oder du hast Angst, dass unerwartete Rechnungen kommen könnten oder unerwartete Ausgaben kommen könnten. Warum 10 der Schwerter? Ja, es geht um das Glück, um deine Intuition. Deine Intuition sagt dir ganz genau, wo das Glück zu finden ist, aber du musst dafür eine Entscheidung treffen. Und es kann sein, ich habe zwei Varianten wahr. Entweder bist du bereit für die Entscheidung und du triffst sie, oder du kehrst sie nochmals eine Runde unter den Teppich. Nämlich auch wahr. Unter den Teppich kehren. Und ein bisschen sagen, naja, da gibt es keine Entscheidung, ich gehe weiter in diesen Weg. Obwohl du dich energetisch unbewusst schon neu ausrichtest. Acht der Kelche. Ja. Wenn du diese Neuausrichtung, wow, Schicksalsrat und Königin der Münzen, wenn du diese Neuausrichtung oder dieser neue Weg mehr ins Bewusstsein holst, also mehr in die Achtsamkeit gehst, sehe ich hier, dass du mehr in Richtung Erfüllung gehst, Richtung Seelenplan. Vielleicht könntest du sogar auch deine Berufung finden, deine Passion, falls du nicht weißt, was deine Passion ist, sehe ich hier ganz stark. Auch finanzielle Stabilität, aber nicht auf diesem Weg, wo du bist, weil da ist nur Kreise drehen.
Es ist eher auf diesem neuen Weg. Warum der Mond? Ja. Ja, ich habe das Gefühl, eben die Entscheidung wird noch nicht fallen. Es ist aber unvermeidbar. Irgendwann wird sie kommen und wenn du dich dagegen wehrst, wirst du wahrscheinlich einen Turm-Moment erleben. Also hier haben wir den Turm und Justice, unerwartete Vertragsauflösungen, unerwartete Wendungen, die zu einer Entscheidung fördern. Aber das siehst du noch nicht kommen. Muss auch nicht zwingend kommen, ganz, ganz wichtig. Es liegt aber schon bereit, falls du dich zu sehr gegen diesen Weg sträubst, wird dir das Universum den Turm bringen, damit du endlich erkennst, was Sache ist. Oder der Turm, ich weiß, er ist manchmal unangenehm, aber er zeigt uns die nackte Wahrheit. Und wenn wir den Turm-Moment immer noch schönreden wollen oder nicht akzeptieren wollen, dann weiß ich auch nicht. Also dann muss man ja, also da muss man wirklich die Augen zu haben vor dem Leben. Aber hier, die neue Ausrichtung, gehst du schon energetisch, passiert's. Vielleicht aber unbewusst, vielleicht merkst du das noch nicht. Was ist denn das Hindernis? Ja, das Thema Selbstständigkeit sehe ich hier oder das Thema finanzielle Unabhängigkeit, finanzielle Freiheit. Entschuldigt, kann auch sein, ein bisschen nicht so ein gutes Verhältnis zum Thema Geld. Vielleicht übertrieb impulsive Einkäufe oder Sparfuchs. Also da ein bisschen schauen, dass dort die Energie fließen kann. Das heißt jetzt nicht, dass du das Geld aus dem Fenster werfen musst, überhaupt nicht. Aber nicht klammern an Geld. Also frag dich selbst, wie stehst du zum Thema Geld? Denkst du oft an Geld? Wie ist dein Fokus? Hast du den Fokus eher auf Geld anstatt auf Gesundheit, anstatt auf Liebe? Also hier liegt irgendetwas ein bisschen als Hindernis beim Thema Geld und Thema Unabhängigkeit. Kannst du dir vorstellen, vermögend zu sein? Kannst du es dir wirklich visualisieren? Kannst du dir visualisieren, erfolgreich zu sein? Oder so ein bisschen Mindset, technisch habe ich das Gefühl, dass man da so ein bisschen genauer noch ja, hinschauen darf. Wie sieht es Mindset-technisch aus? Kann ich mir wirklich vorstellen, also erfolgreich zu sein, gesehen werden? Schauen wir mal weiter. Was ist denn der Rat? Selbstsabotage sehe ich hier. Also keine Selbstsabotage, Authentizität, also authentisch sein, sein wahres Gesicht zeigen, nicht das, was man sehen möchte. Das ist der Rat. Fünfter Schwert kann auch wieder auf das Thema Vertrauen hindeuten. Also bleib wirklich auch ehrlich. Bleib ehrlich zu dir selbst, bleib ehrlich zu deinen Mitmenschen. Das heißt jetzt nicht, dass du keine Grenzen setzen sollst, aber klare Kommunikation. Auch eben das Thema Vertrauen. Gib Acht, wem du vertraust, aber lass auch Vertrauen zu. Und setze auch Grenzen. So ein bisschen Balance zwischen Vertrauen und Misstrauen und vor allem Selbstsabotage. Frage dich, wo sabotierst du dich selbst im Berufsleben? Was liegt im Schatten? Was ist dir nicht bewusst, liebe Jungfrau? Der Teufel. Hier sind noch ein bisschen Abhängigkeit. Auch Thema Verbissenheit liegt da. Ganz starke Verbissenheit. Also verwechsel Passion nicht mit Verbissenheit. Du kannst etwas auch extrem verbissen wollen. Dann kommt eben dieses Klammern ins Spiel, was wir hier schon hatten. Klammern, nicht loslassen, sich festkrallen. Und dann bekommst du einen Tunnelblick. Dann siehst du nicht mehr rechts, nicht mehr links. Und
hast das Gefühl, das ist das Richtige, obwohl vielleicht sich gewisse Dinge, Umstände geändert haben. Darum, wo hast du dir Ketten angelegt? Was machst du schon fast zwanghaft? Sei das zwanghaft überperfektionistisch. Andere Dinge, die dich so ein bisschen festhalten, die dir auch ein Stück Leichtigkeit wegnehmen. Es geht um das Thema Leichtigkeit, Steinbockenergie. Ich nehme auch wahr, im Schatten- oder Steinbockprinzip steht auch für Beständigkeit. Die Frage ist, bist du wirklich beständig bei den Dingen, die wirklich relevant sind, also richtig wichtig sind, oder hast du eine Beständigkeit entwickelt über Dinge, die überhaupt nicht wichtig sind? Berufsleben, vor allem wenn du selbstständig bist. Sei da ganz ehrlich. Wie zum Beispiel, ich übertreibe es jetzt extra, bevor du vielleicht das Büro verlässt, dass du alle Bleistifte nochmals nachspitzt und alle Kugelschreiber so sortierst. Und dass du dir das richtig als Gewohnheit gemacht, also angewohnt hast und das beständig tust, sind wir ehrlich, bringt dir das was? Ne, nichts. Das ist überhaupt, das bringt dir null. Solche Dinge, solche überflüssige Dinge. Überleg ganz gut, was ist überflüssig, was du dir angewohnt hast, um dir selbst ein bisschen auf die Schulter zu klopfen, um das Ego zu pushen. Ja, das waren die Karten. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.